Jeder hat eine Gabe von Gott erhalten, der eine so und der andere so. 1. Korinther 7, Vers 7. Und Gott erwartet, er bezahlt mit seinem Blut und erwartet, dass jeder, der hier reinkommt, durch die Gaben und Fähigkeiten, die du erhalten hast, Liebe austrägst. Ich unterbreche das mit einem Text aus den Sprüchen, Kapitel 31, Vers 8. Da steht geschrieben, ich lese hier aus einer älteren Übersetzung, erhebe deine Stimme für Menschen, die für sich selber nicht sprechen können. Setz dich für das Recht aller Schwachen. Erhebe deine Stimme und urteile gerecht. Verhilf dem Armen und Wehrlosen zum Recht. Sprüche 31, Vers 8 und 9. In anderen Worten, sprich laut für Menschen, die keine Stimme haben, die für sich selbst nicht laut sprechen können. Und setz dich ein für das Recht von Menschen, die in der schwachen Position, in der schwächeren Position sind. Erheb deine Stimme. Werde nicht still, wenn Unrecht geschieht, und urteil gerecht und verhilf den Armen und Wehrlosen zum Recht. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Gott, nimm unser Herz und verwandle es. Umhülle es in erster Linie mit deiner Gnade und umarm uns fest. Innerhalb dieser Fassade, wie wir hier stehen, steht ein Herz mit viel Fragen, mit viel Herausforderung, mit viel Auseinandersetzung, mit uns selbst, mit unseren Lieben, mit unseren Mitmenschen, innerhalb unserer Gemeinde, unserer Familie, innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb unserer Welt. Du siehst die Angst, die in uns ist, aber du siehst auch die Kraft und die Stärke, die dort sprudelt. Sprich du in unser Herz hinein und sei du Gott für uns, nicht nur heute, sondern auch für immer. In deinem Namen. Amen. Amen. So, oh, was für eine Hütte, habe ich vorhin so dran gesagt. Ich kenne nur die Victoriastraße, unser früheres Zuhause. Ne? Einige sind hier, die sagen, was ist Victoriastraße? Da war Adventgemeinde, ne? Da war Geschichte geschrieben. Aber hier ist schön. Hier ist echt schön. Hier müssen wir auch keine Rücksicht nehmen auf Nachbarn, ne? wie früher. Hier dürfen wir singen, schreien, tanzen, laut werden, beten, Halleluja singen, Tag und Nacht. Finde ich schön. Finde ich schön. Und wir sind viele geworden. Und wir sind, wie soll ich das sagen? Diverser geworden, also so in der Kulturalität und aber auch im Alter und in, wie cool. Gute Gemeinde, ich mag Aachen. Und das habe ich auch gesagt, heute habe ich mich beobachtet, innerlich mich beobachtet. Das letzte Mal war schon so und das vorletzte Mal war so, aber heute ist es genau so. Ich habe immer das Empfinden, wenn ich nach Aachen komme, also wenn ich hier in die Gemeinde komme, ich mag das Empfinden, schade, ich muss die Predigt halten. So. Immer dieses Empfinden, schade, ich muss die Predigt halten. Das mag ich nicht so gerne. Aber sonst komme ich nicht hierher. Ne? Weil die Atmosphäre und die Vielfalt und die Angebote und das, was da ist und der Austausch und das Aussehen, ich werde kirre. So. Vor lauter Begeisterung von dem, was da abgeht.
an gutem Angebot. Und es ist schön. Und wenn ich die Predigt halten muss, dann muss ich mich konzentrieren auf die Predigt. So kann ich mich drauf einlassen, auf das, was da hier geschieht. Und du hast das Vorrecht, in der Adventgemeinde zu sein, und du darfst dich drauf einlassen. Also wenn du jetzt nicht die Predigt hältst, ja, du hast einen Alberto, der vorne so eine halbe Stunde redet, du hast das Vorrecht, das aufzunehmen. Nimm es auf. Alles ist Gottesdienst. Alles ist Anbetung. Alles ist Begegnung. Es ist nicht nur das, was einer redet, sondern Gott begegnet dir in unterschiedlichen Formen. Also in der Atmosphäre. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die hier wirkt. Nimm dir die Zeit. Und guck in dich und schau, was dich nervt und so. Und gib's ab. Und sei hier ganz präsent, weil Gott dich ihn ansprechen möchte. So viel vom Vorwort. Ich hatte die Überlegung, als ich kam, dass ich am besten nicht eine Predigt, sondern ich wünschte, wir könnten in Austausch gehen. Ich möchte euch Gedankensplitter von mir mitgeben, mit denen ich mich in den letzten Tagen und Wochen befasse. Was mich beschäftigt ist, wie wir miteinander umgehen. Auf der Webseite Adventgemeinde in Aachen steht geschrieben, Adventgemeinde, das ist unsere Gemeinde hier, ne? Steht geschrieben, Adventgemeinde ist ein Ort, wo die Liebe wohnt. Finde ich sehr schön. Wer hat das ausgedacht? Finde ich gut. Adventgemeinde ist ein Ort, wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen geboren werden. Oh, das sieht auch gut aus. Wo Gäste willkommen sind. Wer ist unter uns Gast heute? Willkommen! So, ne? Das haben wir nicht nur auf unserer Homepage geschrieben, sondern das möchten wir leben. Und das ist unser Bemühen. Und wir sagen in Du-Form, ne? weil wir so dieses Familiäre wirklich leben und erleben. Und wenn das stört, nicht persönlich nehmen. Also wir sind du und du, weil wir so Geschwister sind. Steht da geschrieben, wo Gäste willkommen sind und immer ein Lächeln auf sie wartet. Ah, cool. Ja, sehr, sehr cool. Adventgemeinde ist ein Ort, wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen geboren werden, wo Gäste willkommen sind und immer ein Lächeln auf sie wartet. Oh, das hat. Oh, das ist ein Segen. Dankeschön. Und dann steige ich aus diesem Gottesdienst hinaus. Dann erlebe ich diese Unterschiede. Also Menschen, die größer, stärker und weiter und schneller sind als andere. Einige die weniger haben zu leben und andere, die mehr haben. Und dann denke ich, schön, dass es Gemeinde gibt. Und dann schaue ich manchmal genau in die Gemeinde und dann stelle ich fest, es sind einige, die noch nichts sagen. Einige, bei denen ich nicht weiß, wie ihre Gaben und Fähigkeiten sind, wie sie sich einsetzen zum Aufbau des Reiches Gottes. Einige, die das Gefühl haben, andere können es besser als ich. Und dann schaue ich meine Gemeindefamilie hinein, wenn ich so reinzoome, dann stelle ich fest, es ist wie draußen auf dem Markt, aber in einer anderen Art, in der subtilen Art. Es sind so Machtkämpfe in der geistlichen Art und Weise.
Es sind so einige, die über andere steigen, aber in einer heiligen Form. Es gibt doch einige, die heiliger sind als andere. Und es gibt einige, die so tun, als ob sie heiliger wären als andere. Und es gibt die konsumieren und das Gefühl haben, ich gehöre zu der Minderheit. Es gibt die produzieren. Gibt es Unterschiede in der Gemeinde? Es gibt die Frauen, es gibt die Männer, es gibt die Kinder und Jugendlichen. Unter den Frauen gibt es ja die Frauen und dann die Frauen. Unter den Männern gibt es ja dann die Männer und dann die Männer. Wie funktioniert das? Das Adventgemeinde ein Ort ist, wo die Liebe wohnt. Das heißt, wo Liebe zu Hause ist. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, überwältigt geworden zu sein von so viel Liebe, von so viel Wärme, dass es gut ist, dass es dich gibt, dass du hier bist. Richtig gespürt. Ohne dafür zu kämpfen. Ohne dafür irgendwas zu machen. Sondern einfach so und zu erleben, du bist wirklich geliebt. Heute ist ein guter Tag dafür. Und hier dieser Text, den wir gelesen haben am Anfang, sagt mit meinen Worten, dort, wo wir das Gefühl haben, die Privilegierten zu sein, haben wir umso mehr die Verantwortung, die Stimme zu heben für die, die das Gefühl haben, unterprivilegiert zu sein. Dort, wo ich das Gefühl habe, derjenige zu sein, der es verstanden hat, wie es geht, mit dem Glauben und mit Gott und mit der Liebe Gottes, stehe ich in der größeren Verantwortung, den aufzunehmen und aufzuheben und ganz festzuhalten, der das Gefühl hat, er passt nicht dahin, weil er nicht rein genug ist. Das ist ja die Sprache der Sprüche. Ich stehe in der sensiblen Verantwortung, meine Privilegien zu nutzen, um andere auszugrenzen oder sie zu nutzen, um die Schwächeren aufzurichten. Ich muss mich jedes Mal aufs Neue entscheiden, denn das Sich-Aufrichten anderer, denn die Atmosphäre der Liebe entsteht nicht von selbst, nur deswegen, weil ich da bin. Sondern die Atmosphäre der Liebe entsteht aus der Entscheidung, aus der ganz tiefen und inneren Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich für die Seite der Liebe. Anderen Menschen gegenüber, auch weil sie so komisch sind. Auch weil ich echt Schwierigkeiten habe in der Art und Weise, wie sie es machen, wie sie leben, wie sie das gestalten. Ich entscheide mich. Und dann, wenn mehrere, die in der privilegierten Position, weil sie eine stabile innere Haltung haben, wenn mehrere diese Entscheidung treffen und Liebe aussprühen, dann entsteht diese Atmosphäre, die wir hier beschrieben haben, Adventgemeinde, als ein Ort, wo die Liebe wohnt. Ich habe so zwei Beispiele, so irritierende Beispiele, zwei, drei. Seit dem Jahr, als der erste amerikanische Präsident demokratisch gewählt worden ist, bis zu dem Jahr, als die erste Frau hingegangen ist, um den Präsidenten zu wählen, sind 100
36 Jahren vergangen. Liebe Damen, das, was heute eine Selbstverständlichkeit ist, dass ihr so einen Stimmzettel die Post bekommt, das war nicht euer Recht. Das war unser Recht. So als Männer. Warum? Weil man die ganze Zeit über 130 Jahre argumentiert hat und gesagt hat, die Frau hat nicht die Kompetenz und die geistige Kompetenz, so eine tiefgreifende Entscheidung zu treffen über die Politik einer Nation und den Präsidenten zu wählen. Das überlässt man denen, die es können, die Intelligenz haben, die Urteilskraft haben, die gut drauf sind, die stark genug sind zu urteilen, wer der beste und wer der schlechte Präsident ist. Einige schauen mich heute an und denken, was hat er genommen? Es musste jemand aufstehen. Es sind die Frauen selbst, die aufgestanden sind und die protestiert sind. Und als sie zur Wahl kam, gab es Stress. Warum erzähle ich euch das? Weil Amerika eine Nation ist, es ist gut, wenn man von außen guckt. Ne? Das ist von außen. Amerika eine Nation ist, die auf dem Grund des christlichen Glaubens gebaut worden ist. Aufgrund der Bibel gebaut worden ist. Man ist ausgewandert, um dort einen Ort zu finden, wo man seinen Glauben frei gestalten kann. Das heißt, zementiert durch den Glauben, zementiert durch biblisches Wissen, hat man eine komplette Masse von ganz elementaren demokratischen Formen ausgeschlossen, weil man das Gefühl hatte, sie können das nicht. Und die Privilegierten, das waren die Männer, die es wählen dürften, haben echt Stress gehabt, als die Frauen anfingen zu protestieren für die Wahl. Das wusstet ihr nicht, ne? Das waren Christen. Das waren Bibellehrer. Das waren Theologen wie ich, so Pastoren, die gesagt haben, steht in der Bibel. Ein anderes Thema, das Sklavengesetz. Es ist nicht lange her. Das wäre überhaupt nicht möglich. Das wäre ausgeschlossen, dass ein Typ wie ich hier vorne steht und zu dir spricht und redet. Es sei denn, es wäre eine Auktion. Aber dann würde ich auch nicht reden. Es würde einer kommen und sagen, wer will ihn haben. Ist gut, ne? Das ist nicht lange her. Irgendwann hat man überlegt, also 800 Jahre Sklavengesetz. Irgendwann hat man überlegt, Leute, oh, das geht nicht gut. Wir können nicht so weitermachen. Irgendjemand hat aufgestanden und protestiert und gesagt, das können nicht machen. Auch die dunkelhäutig sind Menschen wie wir. Und die anderen, die so privilegiert waren, haben gesagt, wie? Habe noch nie gehört, dass es so Menschen gibt, die anders sind als ich. Es war verboten, in einem Viertel vom Weißen, dass jemandem ein Haus zu verkaufen, der nicht weißer war. Es war per Gesetz verboten. Und als ich diese Frage der Sklaverei, die Beendigung von Sklaverei aufgetaucht worden ist und die Politik das durchgesetzt hat und die Kirchen das durchgesetzt haben, haben sich Christen getrennt, Gemeinden sind auseinandergegangen. Ich rede nicht von unserer Gemeinde, sondern es ist besser, wenn man von anderen Gemeinden spricht. Methodisten in Amerika haben sich über 95 Jahren getrennt an dieser Frage von Sklavenhandel.
Es ist da, es sind dadurch zwei Methodistenkirchen entstanden, Methodisten des Norden und des Süden, über 95 Jahren, weil einige gesagt haben, das ist richtig so, dass Sklaverei abgeschafft worden, und andere sagen, hey, das sind 200 Bibelverse. Und das ist tatsächlich in der Bibel. Du wirst so viele Bibelverse finden, die die Sklaverei nicht ablehnen, sondern zementieren. Also im Positiven. Und irgendwann kam die Frage der Rassentrennung, und dann höre ich auch auf mit dieser Lamentation. Die Rassentrennung, irgendwann gab ein großes Durcheinander, große politische Demonstration, ihr kennt das, bis im Jahr 1964, 65. Einige, die in der Zeit gelebt haben, sind noch hier. Das ist nicht lange her. 64, 65 ist es per Gesetz die Trennung von, wie man damals sagte, Rassen abgeschafft worden. Wenn ich mit dir heute nach Südafrika fliege, also ich und du, Soran, dann müssen wir uns am Freitag genau überlegen, in welche Gemeinde wollen wir Gottesdienst feiern. Das Ding ist abgeschafft seit 65. Aber wir müssen heute in Südafrika immer noch überlegen, gehen wir in die weiße südafrikanische Adventgemeinde oder in die schwarze südafrikanische Adventgemeinde. Natürlich haben sie die Argumentation anders gelagert. Man spricht ja nicht von Rassentrennung, man spricht so von kulturellen Unterschieden und sagt, ja, die sind ja lebendiger, charismatischer und wir sind etwas ruhiger und polite und so. Hä? Ey. Wenn das ein Argument ist, dass einer beim Singen sich bewegt und der andere beim Singen ganz steif ist, nee. Wenn wir das hier anwenden würden, der Gemeinde Aachen, dann wären wir fünf Gemeinden. Also ich hab den anderen Verdacht, dass eine andere Übersetzung, andere Darstellung dessen von Fortführung von der Rassentrennung. Aber das kann man nicht. Es ist okay. Es ist okay. Es steht auch in der Bibel. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich damals Pastor gewesen wäre, in der Zeit, als die Frau nicht wählen durfte, in der Zeit, als die Sklaven ganz normal verkauft wurden, so Auktionsmomente, in Zeiten von Rassentrennung, was hätte ich gepredigt? Welche Position hätte ich eingenommen? Ich denke, es ist leicht, aus der Entfernung, aus der Distanz zu beurteilen und sagen, boah, wie sind die drauf gewesen? Was sind das für Typen? Das heißt, es ist angenehmer, in einer Position, in einer Situation zu sein, wo man sich hinsetzt und sagt, es ist so schade. Und dann trinkt man so seinen Saft und dann ist alles okay. Wie hätte ich mich verhalten? Was hätte ich gesagt? Welche Predigt hätte ich gehalten? Zu welchem Gottesdienst wäre ich gegangen? Wo würde ich meine Stimme setzen? Für wen würde ich meine Stimme heben? Es ist nicht, ich spreche nicht ein Problem an aus unserer Gemeinde, sondern es ist immer gut, wie ich finde, Geschichten aufzuschlagen und zu rekapitulieren und zu schauen und dort aus der Distanz in einem guten Moment zu lesen und zu lernen. Falls wir in der Position sind, in der Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Haltung, aufgrund ihres Glaubens auseinanderdividiert werden, wo Menschen aufgrund der politischen Orientierung, wo sie herkommen, ob sie geflüchtet sind, ob sie die sozialen Systeme ausplündern und so, wo Menschen in irgendeiner Form in die Ecke gedrängt werden,
aus dieser Geschichte zu lernen und das zu rekapitulieren und zu sagen, an welcher Stelle erhebe ich meine Stimme? In welchem Chor singe ich mit? Welchen Beitrag leiste ich dazu, dass der Ort, an dem ich bin, der Ort, an dem ich lebe, ein Ort ist, an dem Liebe überfließt im Namen Gottes? Ein junger Mann kam zu Jesus einmal, bekannte Geschichte, Lukas 10, und fragte Jesus: Hey Jesus, wie mache ich das, damit ich richtig heilig bin und das ewige Leben erhalte? Ganz ernsthafte Frage. Die Frage stelle ich mich auch heute. Ganz wichtige und elementare Frage. Steht im Kapitel 10 im Lukas-Evangelium. Und Lukas 10, ab Vers 25 oder Vers 27, da antwortet Jesus und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben vom ganzen Herzen und von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Gemüt. Und das ist mein Traum von Gemeinde. So wünsche ich mir Gemeinde. Eine Gemeinde, die so eine Leidenschaft drauf hat. So leidenschaftlich für den Herrn. Eine Gemeinde, die alles dran setzt, weil Gott der Herr ist. Wo Liebe zu Gott eine Selbstverständlichkeit ist. Wo Menschen mit allen Fasern ihres Lebens, ihres Körpers, mit allen Zellen Gott lieben. Du sollst Gott lieben vom ganzen Herzen. Es gibt nichts in dieser Welt, was so kraftvoll ist wie Gott im eigenen Leben. Es gibt nichts, was so Bestand hat für jetzt und für die Zukunft, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart wie in der Zukunft, wie wenn Menschen mit aller Kraft, mit aller Leidenschaft Gott lieben. Ich wünschte, ich könnte dich anfassen und schütteln und sagen: Liebe Gott, du wirst erleben, du wirst wahrnehmen, dass das dein Leben ein völlig anderes Fundament hat. Gott lieben. Das ist das eine. Und dann sagt Jesus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe wie dich selbst. Ja, billiges Evangelium. Man spricht ja immer davon, von diesen anderen lieben und Menschen lieben. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Okay, ich rede so viel, bis der Letzte eingeschlafen ist. Nein, wir sind gleich soweit. Wir sind so gleich weit, soweit. Den anderen lieben wie dich selbst. Und heute Nachmittag, nach dem Potluck, möchte ich euch einladen, dass wir uns austauschen über dieses Element, also diesen Punkt von der Liebe des Nächsten. Wenn wir so ein Stück am Beispiel von Kain und Abel möchte ich mit euch reflektieren, wie Gott mit uns da umgeht, wenn wir echt da Schwierigkeit haben mit dieser Sache von Liebe, den anderen, den Nächsten. Weißt du, ich bin schon alter Christ. Und mit Liebe zu Gott, ich glaube, ich kriege das hin, einigermaßen. Ne? Weil ich weiß, ich liebe Gott und so. Und wenn ich Fehler mache, dann gehe ich zu Gott und sage: Gott, ey, Mann, das war nicht so gut. Und dann weiß ich, Gott, vergib mir. Und dann versuche ich mein Liebe Gott in meinem Herzen und so. Das ist wenig ein Problem. Aber Mitmenschen zu lieben, oh Mann. Manchmal, wenn ich durch die Gegend laufe und wenn ich Leute sehe, so in den Gemeinden und auf dem Arbeitsplatz und unterwegs und zu Hause und andere lieben, das ist echt eine Hausaufgabe. Das ist eine Hausaufgabe. Weißt du, wie schräg Menschen sind? Und dann fragt er dieser Mann und sagt,
Klar, kein Problem. Aber Gott, erklär mir ganz genau das mit Liebe den Nächsten. In meiner Nation sind so viele, also gibt's ja Flüchtlinge, gibt's ja Asoziale, gibt's Leute, die, weißt du, gibt's ja Schläger, gibt's Afrikaner, Türken, Deutsche, Kurden. Und, also in meiner Gesellschaft, ich kann nicht jeden lieben. Hallo? Ich komm nicht vorwärts. Es gibt Frauen und Männer und es gibt da Leute, die irgendwie so rauchen und rumpöbeln. Und es gibt Menschen, die respektlos sind. Und wie mache ich das mit der Liebe? Das hat er gefragt. Ganz ernsthaft. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Und die Geschichte, viele von uns kennen. Aber ich erzähle jetzt für unsere Gäste. Dann erzählt Jesus eine Geschichte. Das ist die Art und Weise, wie Jesus immer Evangelium bringt. Komplexe Zusammenhänge in Geschichten. Erzählt eure Kindern Geschichten, Leute. Erzählt Kindern Geschichten. Das machen wir in Afrika. Guck uns an, wie wir drauf sind. Wir Geschichten hören. Erzählt Geschichten. Ja? Wenn ihr im Bus mit denen seid, wenn ihr am Feuer seid oder wenn ihr essen, erzählt Geschichten vom Früher und so, wie es war. Erzählt den Leuten Geschichten. Ich habe jetzt eine Tante beerdigt für uns und stelle fest, viele von den Kindern und Enkelkindern wussten gar nicht von spannenden Geschichten ihres Lebens, wie sie der Zeit der Flucht miterlebt hat. Wenn die Tante immer wieder erzählt hat, was Flucht bedeutet, dann hätten die Kinder eine kleine Ahnung, was das bedeutet, wenn jemand Flüchtling genannt wird in einem Land. Das hat sie nicht erzählt. Okay, Jesus erzählt Geschichte und sagt, pass auf, es war ein Mann, der kam von Jerusalem nach Jericho. Jesus, ne, wenn er was erzählt. Da war einer, der lebt eigentlich in Jerusalem. Die Geschichte kennen wir. Warum geht einer von Jerusalem nach Jericho? An so einem tiefen Wirtschaften, sage ich mal, ja, Loch. Wer in Jerusalem ist, der hat es geschafft. Der ist ganz nah bei Gott. Geografisch ist auch so dargestellt, dass Jerusalem der Ort ist, wo die High Society der Gläubigen leben. Da ist Zion, da ist der Berg Gottes, da ist Nähe zum Heiligen. Wer da oben wohnt, wer eine Wohnung dort hat, der bleibt dort. Alle wollen eigentlich von Jericho nach Jerusalem gehen, aber nicht umgekehrt. Was ist mit dem passiert? Ist ja bankrott gegangen. Hat er Insolvenz angemeldet. Hat eine Trennung hinter sich. Haben seine Eltern ist aus dem Haus gejagt. Der muss irgendein Problem haben. Nimmt er Drogen? Vielleicht. Warum geht er von Jerusalem weg? Nach Jericho. Und auf dem Weg fällt er unter die Räuber und sie schlagen ihn blutig und er liegt am Straßenrand. Das ist für unsere Gäste. Also unsere Christen, die Geschichte kennen, können schon SMS schreiben und so. Ne? Also Nachrichten checken und gucken, was heute zum Essen gibt. Und dann, jetzt wird das spannend, die Geschichte. Und dann auf diesem Weg kommt ein Priester. Jetzt überlege ich, Alter, Priester, geht ihr auch von Jerusalem nach Jericho? Weiß ich nicht. Priester. Okay. Auf jeden Fall ist der Priester unterwegs. Er hat wahrscheinlich eine Bibel dabei und er geht da dran vorbei und sieht diesen Mann am Straßenrand liegen und er macht einen Bogen drum. Früher habe ich gelesen, habe ich gesagt, ja, ein komischer Priester. Der sollte Erbarmen haben und so. Und dann jetzt, wo ich Pastor bin, dann denke ich, ja, okay. Jetzt habe ich erfasst. Weißt du, wenn du Priester bist, ne, dann musst du aufpassen, wo du unterwegs bist. Du kannst nicht überall anhalten und irgendwelche Leute mitnehmen und sie umarmen und pflegen. Priester, ne?
Was werden die Nachbarn sagen? Stell dir vor, ich als Priester gehe ich da vorbei und dann fange ich an, jemand irgendwie Mund zu Mund zu beatmen oder irgendwie zu umarmen im Busch. Hei, 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 hei. Und wenn jemand ein Foto macht und das in der Gemeinde gezeigt wird, dann ist vorbei mit Priester sein. Jetzt habe ich verstanden. Okay, wenn ich Priester wäre, würde ich auf den Weg gehen und sagen, ich habe nicht gesehen, ich habe nicht gehört, ich bin fein. Ich liebe meinen Nächsten, aber nicht so. Und dann kommt ein Levit. So, Priester, Levit, also die Leute aus dem Alten Testament, die das Alte Testament kennen, wissen, welche Rolle die spielen, aber damit möchte ich euch nicht bemühen. Kommt Levit auch genauso, in der gleichen Form, geht vorbei. Übrigens, das, was hier anekdotisch darstelle, ist ja keine Anekdote, sondern es ist tatsächlich so, wenn du als Priester bist oder wenn du als Levit bist, du kannst nicht einfach Leute anfassen, die da rumliegen. Du darfst keinen Kontakt haben mit den Toten, du darfst keinen Kontakt haben mit Menschen, die irgendwie ein zwielichtiges Leben führen. Und der Weg von Jerusalem nach Jericho hat so einen Ruf. Es hat auch mit seinem eigenen Glauben zu tun, mit seiner eigenen Heiligkeit zu tun. Verstehst du? Also jetzt kannst du besser verstehen, dass jemand sagt, ich verstehe, dass einige als Sklaven gehalten werden, aber ich habe da keine Handhabe, ich bin Priester. Die Abstufung. Und dann kommt ein Samariter vorbei und die Geschichte ist schnell erzählt. Der geht da dran, er nimmt den Mann, da steht da geschrieben, das sind auch salbungsvolle Worte, das sind echt biblische Begriffe, biblische Konnotationen, die da genannt werden, auch alttestamentliche. Der geht hin und salbt ihn. Ich muss ja genau lesen, wie das geschrieben steht im Vers 34, Kapitel 10, ging zu ihm, er goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihn und hob ihn auf sein Tier. Das sind alle Elemente, biblische Begriffe, die da verwendet werden, mit Öl und Wein. Öl würde immer in der Intronisation, wenn Könige gesalbt würden, angewandt, und Wein würden immer als Heilungsmomente verwendet, und man hebt so einen Mann auf sein Tier. Ja. Ich sehe, das ist das, der richtet ihn auf. Er steigt von seinem Tier und er richtet den anderen auf das Tier. Kennt ihr die Geschichte von einem König, der ausgestiegen ist von seinem Tier, von seinem Thron, um anderen aufzuheben und sie aufzurichten? Konnotation aus der Bibel. Linien aus der Bibel. Der Leser damals wusste ganz genau, was Jesus da erzählt. Und er nimmt ihn und bringt ihn zu einer Herberge. Dort, wo die Liebe wohnt. Und er gibt dieser Herberge Talente. Das steht da geschrieben. Verstehst du, er gibt dort Gaben und Fähigkeiten, wo die Liebe wohnt. Nein, 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 ihr versteht nicht. Wir haben mal gelesen am Anfang, Adventgemeinde ist ein Ort, wo die Liebe wohnt. Damit die Liebe dort wohnt, hat Gott, wie er geschrieben hat, das spricht der Apostel Paulus, jedem, der hier ist, du und ich, hat jedem von uns Talente ausgeteilt. Gaben und Fähigkeiten hineingegeben. Das ist das Geld im geistlichen Sinne. Verstehst du? Also dieser Laden, dieses Haus, dieses Wirtshaus wird funktionieren, wenn die Talente, die dort hineingegeben werden, als Geld verwandelt werden und angewandt werden, um die zu salben, die hierher gebracht werden, weil sie aufgehoben sind von einem Gott, der sie vom ganzen Herzen liebt. Macht das Sinn? Ist das zu komplex? Nochmal, das hier ist die Herberge Gottes. Das ist der Ort,
habt ihr echt gut beschrieben in der Webseite. Das ist der Ort, in der die Liebe wohnt. Und ihr wisst, wer die Liebe ist. Ihr wisst, wer die Liebe ist. Die Liebe ist eine Person. Ihr wisst das, oder? Hier ist der Ort, wo die Liebe wohnt. Und es werden Menschen in diese Herberge gebracht. Jeder, der hier durch diese Tür hineinkommt, ist ja nicht zufällig an dieser Stelle hingekommen. Vielleicht bist du heute gekommen, weil du gehört hast, wow, da kommt so ein Typen, der heißt Alberto. Oder bist du gekommen, weil du gesagt hast, heute habe ich nichts zu tun, es regnet, ich gehe da hin. Oder vielleicht wolltest du den einen oder anderen treffen, oder weil es Gewohnheit ist. Oder weil Oma gekommen ist, dann kommst du auch mit. Oder weil du Angst hast, du wirst enterbt, wenn du nicht hingehst. Oder weil du einfach gesagt hast, ja, ich möchte Gottesdienst feiern, ist eine schöne Zeit. Oder weil du Gott liebst. Auf jeden Fall ist dein Kommen an dieser Stelle nicht zufällig. Du bist praktisch aufgerichtet worden. Du bist aufgenommen worden von jemandem, der die Liebe selbst ist. Erhoben worden auf göttlichen Thron und ihr Herr begleitet worden durch den Heiligen Geist. Und dann in dem Augenblick, in dem du hier reinkommst, hast du zwei Positionen eigentlich. A, bist du als derjenige, der reinkommt. Vielleicht bist du heute jemand, der sagt, ich brauche Unterstützung. Ich brauche ein gutes Wort. Meiner Familie geht's dreckig. Meine Wirtschaftslage ist komplett im Eimer. Meine Gesundheit, also ich brauche ein Wort, ich brauche Gott. Okay, dann bist du in der Position. Dieses Menschen, der aufgehoben worden ist, dann lass dich berieseln von der Kraft, von Liebe, die hier ist. Aber es gibt Leute, die schon hier sind, die schon in der Herberge seit einigen Tagen sind, die schon aufgepeppt und aufgerichtet worden sind. Die empfangen von Gott Talente. Jeder hat eine Gabe von Gott erhalten, der eine so und der andere so. 1. Korinther 7, Vers 7. Und Gott erwartet, er bezahlt mit seinem Blut und erwartet, dass jeder, der hier reinkommt, durch die Gaben und Fähigkeiten, die du erhalten hast, Liebe austrägst und andere aufgenommen und gepflegt werden. Mit einem Befehl geht dieser Samariter hin in diese Herberge und sagt, pflegt ihn. Bis wann? Bis ich wiederkomme. Ist er schon gekommen? Pflegt ihn. Pflegt ihn, bis ich wiederkomme. Ist ja schwierig, ist ja so ein bisschen komisch. Pflegt ihn, bis ich wiederkomme. Und wenn ich wiederkomme, sagt der Samariter, wenn ich wiederkomme, dann gebe ich alles. Oh Mann, versteht ihr die Botschaft, die dahinter steckt? So, Martin Luther King, eine Woche bevor er erschossen worden ist, in seiner Rede zu seiner Gemeinde hat er diesen Text, Lukas 10, hat er darüber gepredigt. Das heißt, eine Woche vor diesem Sonntag, vor diesem Tag, wo er ermordet worden ist. Und in seiner Gemeinde nahm er diesen Text als Anlass und sagt, hier sind zwei Fragen. Hier sind zwei Typen von Menschen. Hier sind die eine Seite der Priester und der Levit und auf der anderen Seite der Samariter. Und es sind zwei Fragen, die sie bewegen. Die Frage der einen Seite ist, was habe ich davon? Oder was passiert mit mir, wenn ich diesen Menschen hier aufrichte? Das ist die eine Frage. An einer Seite ist, was passiert mit mir, wenn ich den anderen aufrichte, sagt Martin Luther King. Ich weiß nicht, welche Fragen bewegen dich in deinem Inneren, in der Begegnung mit anderen Menschen.
Ich weiß nicht, welche Fragen dich innerlich bewegen im Gespräch mit deinem Ehepartner, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern. Ob du an erster Stelle bist und sagst, was passiert mit mir, wenn ich diesen Schritt gehe, wenn ich mich in der Gemeinde engagiere, wenn ich mich um die anderen kümmere, wenn ich meine Gaben und Fähigkeiten einsetze, was passiert mit mir? Das ist die Frage der einen Seite von Levit und vom Priester. Welche Frage treibt dich an? Es gibt die andere Frage auf der anderen Seite. Martin Luther King sagt, die Frage auf der anderen Seite ist, was passiert mit dem anderen, wenn ich mich nicht einbringe? Was geschieht dem anderen, wenn ich mich nicht einbringe? Das ist die Definition des Textes, liebe Gott, vom ganzen Herzen an deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß nicht, was deine Motivation ist, wenn du in der Gemeinde bist. Was deine Motivation ist, wenn du Menschen begegnest. Wenn deine Motivation ist, an diesem Ort, wo die Liebe wohnt. Was ist die Grundfrage, die dich innerlich so bewegt? Ist die Frage, was geschieht mit mir? Bist du im Zentrum der Aufmerksamkeit dessen, was drumherum passiert? Hast du dich beobachtet, wie du im Gottesdienst gesessen hast? War die Urfrage in deinem Inneren, du als Zentrum, sag, was passiert? Wie sehen mich die anderen? Was werden die anderen über mich denken? Wie wird der Bruder oder die Schwester reagieren? Wie bin ich jetzt gerade angezogen? Was sind das für ein Lied? Wie gefällt mir das, was sie sagen, was sie erzählen, was sie singen? Wie komisch ist das für mich? Kennst du diese Fragen? Kennst du diese Fragen, wenn du in einer Gemeinde bist, in einem Kontext bist, dass du in erster Linie stehst und sagst, was geschieht mit mir? Und hier lädt der Samariter ein, eine Perspektive einzunehmen, die anders fragt und sagt, was geschieht mit meiner Schwester? Was geschieht mit meinem Bruder? Durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte, wie ich hier sitze. Was geschieht mit dir und mit dir durch die Art und Weise, wie ich hier bin? Bist du aufgerichtet? Kommst du auf dem Thron wie ein würdevolles, erschaffenes Wesen, der hergebracht worden ist mit aller Liebe und Vorsicht? Weil du gesalbt worden bist mit dem Salb, mit dem Öl und Wein Gottes. Ich möchte nicht ideologisieren und dann möchte ich zum Schluss einfach so ein Stück eskalieren. Es gibt Kommentare aus der Bibel, die sagen, Jesus spricht hier eigentlich von sich selbst. Und das haben wir gehört in diesen Begriffen, in diesen Vokabularen, die er verwendet. Jesus spricht eigentlich von sich selbst als der Samariter. Dieser Jesus, der als unehelicher Sohn hier bekannt war, verrufen war, der immer an der Verfolgung gelitten hat, bei denen Menschen das Gefühl hatten, der hat noch nicht geschafft, in Jerusalem zu sein, an dieser Top-Position. Wo Menschen immer gefragt haben, wer ist das denn? Das ist so der Zimmermannssohn. Dieser verlässt seinen Ort, er wird hier als Ausländer, als Fremdling wahrgenommen und gesehen. Als jemand, der wenig gilt. Als jemand, der kaum zu Hause hat. So würden die Samariter damals gesehen, als die unehelichen Kinder des Glaubens. Die Samariter waren diejenigen, die aus dem Ausland kamen, obwohl sie zum gleichen Volk gehörten, aber sie waren separiert. Sie hatten keine Würde. Sie waren Menschen zweiter Klasse. Und so hat Jesus diese Position eingenommen, als er den Himmel verlassen hat und in dieser Welt gelebt hat.
Er ist gekommen, um laut zu sprechen, um die Stimme zu heben für die, die keine Stimme hatten. Wenn wir das Beispiel Jesus folgen, dann befinden wir uns an einer Stelle von einem Mann, von jemandem, der vom Himmel kommt, um für die zu sprechen, die keine Stimme haben. Und er kommt und er hebt dich und mich auf. Wir haben diesen heiligen Platz verlassen. Wir haben in der Lektion gehört. Wir haben gesündigt. Wir haben eine Entscheidung getroffen als Menschen, dass wir Jerusalem verlassen haben. Wir befinden uns auf dem Weg zu einem Ort, wo wir das Gefühl haben, dort pulsiert das Leben in Jericho. Und wir sind verletzt worden. Viele Menschen, die hier sitzen, Menschen, die dir zu links und rechts sitzen, tragen Narben von Verletzungen dieses Lebens. Einige haben jemanden verloren, sind verletzt. Einige sind getrennt worden, sind verletzt. Einige sind misshandelt worden in der Kindheit. Bringen diese Verletzung mit. Menschen haben andere benutzt und gebraucht und in die Ecke geworfen, weil sie nicht mehr gelten. Weil sie nicht mehr das bringen, was sie bringen sollten für mich. So viel Leid, so viel Misshandlung, so viel Missbrauch, so viel Lieblosigkeit, so viel Verrat, so viel Misstrauen, so viel Auseinandersetzung, so viel Zwist, so viel Kämpfe sind hier versammelt an diesem Ort, am Wegesrand. Lass dich nicht täuschen von der Fassade, die du siehst, von einer schönen Frisur oder von einem schönen Sakko. Wir sind alle verletzt worden, weil wir in diesem Kontext der Sünde leben. Und jetzt kommt dieser Jesus und er hebt dich und mich auf. Er salbt uns zu Königskindern. Und er macht uns ganz groß. Er hebt uns auf und setzt uns auf seinen Platz, auf sein Pferd, auf seinen Thron. Und er bringt uns an diesem Ort hier. Nein, das ist kein Ort, an dem sich die Heiligen sich versammeln. Das ist ein Ort, an dem Menschen versammeln, die genauso viel Verletzung erlitten haben wie du. Sei gnädig zu den anderen. Schau nicht in die Gemeinde. Manchmal sprechen wir so über die Gemeinde. Weißt du? Dann sprechen wir über so über die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob die Gemeindeleiter meinen oder der Pastor meinen. Und sagen, die Gemeinde, die sind komisch. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle verletzt. Wir bringen alle unsere Narben. Lass uns das Beste draus machen. Aber eines haben wir zusammen. Wir sind alle gesalbt. Von einem heiligen König. Wir sind hierher eingeladen worden, um Gemeinde zu gestalten. Und wenn wir hier sind, wenn wir diese Liebe erfahren haben, haben wir gleichzeitig Talente bekommen. Und ich möchte dich wirklich ins Gewissen reden. Du hast mindestens eine Gabe von Gott empfangen. Es gibt keine Entschuldigung, warum du diese Herberge nicht aufbauen kannst. Es gibt keine. Es gibt keine Entschuldigung, warum du diese Herberge nicht mitgestalten kannst. Es geht nicht allein um Musik oder um Predigt oder um Lektion halten. Es sind so viele Gaben und Fähigkeiten ausgeschüttet an diesem Ort, wo 100 Leute sitzen. Stell dir vor, so viele Talente sind mit hineingegeben worden, um eine Herberge zu schaffen, die in der Lage ist, diese Stadt zu umarmen, so viele Menschen, die Verletzung mitbringen, zu umarmen und Liebe auszusprechen. Lass uns Gemeinde gestalten in diesem Sinne. Bis wann? Bis wann? Habt ihr da hinten gehört? Bis wann? Okay.
bis er wiederkommt. Das ist unsere Herberge. Lass uns beten. Oh Gott, ich segne meine Schwestern und Brüder, die hier in diesem Raum sind. Und ich bitte dich um Vergebung. Dort, wo wir die Salbe abgekratzt haben, die du schon gelegt hast, als du uns hierher gebracht hast, dass wir uns neu verletzt haben. Ich bitte dich um Vergebung an Stellen, wo wir unaufmerksam geworden sind, für den Weg, den jeden Einzelnen von uns genommen hat, von Jerusalem Richtung Jericho. Nun sind wir hier und wir haben gesungen, Gott, ich möchte zu dir kommen. So nimm uns an, so wie wir sind, und verwandle uns in Kindern, die dich leidenschaftlich lieben, vom ganzen Herzen, die dich kennen, die sich festhalten an dir, die dich nicht loslassen. Aber auch Kinder, die wirklich einen guten Blick für die anderen haben, die Mut haben, die Stimme zu erheben dort, wo Unrecht geschieht, die Mut haben, die Stimme zu sein für die, die keine Stimme haben, damit an diesem Ort sichtbar wird, dass du hier bist, der du die Liebe bist. Ich segne die Gemeinde Aachen mit all dem, was sie tut und was sie vorhat. Dass jeder, der hier ein- und ausgeht, mit der Kraft gesegnet wird, die von dir kommt. Dass wir erleben in unserem Alltag, dass Leichtigkeit hineinkommt. Dass wir einen neuen Blick bekommen für die Herausforderungen, die vor uns stehen. Dass wir einen klareren, göttlichen Blick haben für diese Welt und für diese Gesellschaft. Gott segne uns. Danke für die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen. Danke für das, was ich sehen und hören darf von dieser Gemeinde, von diesem Ort. Sei du unser Gott, nicht nur heute, sondern auch morgen bis in Ewigkeit, in deinem Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.